Ja, ich habe mich gerade mal schön in eine TNT-Kiste reingedreht. Das kann man auch mal machen. Soll sehr gesund sein, habe ich gehört. Ist eine interessante Erfahrung. Was? Karies oder TNT reinkreisen? Mit Karies habe ich gar nichts verstanden. Ich habe nur das Reinkreisen gehört. Ach so! Ja, irgendwie höre ich immer weniger von deinen Sätzen. Das ist interessant, echt. Ja, es ist sehr schön. Ja. Normalerweise müsste ich den Leuten mal vorspielen, was ich von dir höre. Dann wissen die auch, warum ich so komische Reaktionen gebe. Sätze von mir gebe, ja. Nein! Oh, you are dead. Ja. I am dead. Ich bin Vater. Nein, bin ich nicht. Vor allem wüsste ich dann auch nicht, wer die Mutter sein sollte. Ich schon. Hä? Entschuldigung. Ja, ich höre es ja im Nachhinein, was du gesagt hast. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich hab das schon verstanden. Ja, ja. Was meinst du? Das wird sich ja später herausstellen, wenn ich das schneide. Ja, schneide du mal. Ja. Ich bin so ein Schneider, nein. Schade, diesmal gibt's leider kein Dreifach. Übrigens, was ja auch neu ist, ne? In der Zeitstelle im dritten Teil war es ja tatsächlich so, dass Akku sich immer aufgelöst hat, wenn die Zeitstelle nicht begann. Hier ist es nicht mehr so. Genau. Hier hat man tatsächlich einen Akku, ne? Richtig. Hier bleibt Akku tatsächlich erhalten. Und dafür wurde er bei den Kugellevel geklaut. Richtig. Ja. Jetzt habe ich einen Unverwundbarkeitsmodus. Ja, ich nenne das tatsächlich Unverwundbarkeitsmodus. Und nicht der Superfuzzi, so wie die Julle. Ich wollte es auch gerade nennen, Superfuzzi, ja. Das fand ich zu geil. Der Typ hat nicht getroffen. Ich falle jetzt aus allen Ohren hier. Ich hau ein Torpedo nach den anderen raus. Torpedo! Nicht das, was du sagtest, Mensch! Hallo! Alles gut, Lars? Alex, das ist schon so ein... Ja, 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 ja! Der Alex, das ist ein ganz schlimmer heute. Also der hat Gedanken, das ist ja schlimm mit ihm heute. Gedankenwege, Mann. Ja, wenn das einmal so weit ist, dann kriegt man das nicht wieder raus, dieses Problem. Mit dir veranstaltet hat und Mann. Ja, nur unfassbar. Nur gute Sachen, sagst du? Na. Wenn man. Wir haben sogar ein Let's Play-Projekt aufgenommen. Ja, weißt hab ich schon gehört. Da hast du von gehört? Wieder ein Sherlock Holmes-Titel oder? Ne, das haben wir leider nicht zum Laufen gekriegt. Wir haben uns für Collat entschieden. Das ist ein Grusel. Ja, was heißt Grusel? Ein Rätselspiel, ja auch kein Rätselspiel, ein Geschichtlichkeitsspiel. Ich glaube, ich habe gerade Platin an Tower-Level geholt. Ja, das ist gut. Dann brauchst du als nächstes jetzt Saphir. Ich habe gerade Platin an Tower-Level geholt. Ja, und jetzt holst du gleich Saphir. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Alter! Ich nicht. Ich habe gerade ernsthaft Platin an einem Tower-Level geholt. Ja, und gleich holst du Saphir. Die könnte es auch gerne noch dreimal wiederholen. Ist ja irre. Ach, Bonsai, das erste. Nein, Coco nicht das erste Croc-Level, sondern das erste Coco-Level, genau. Das erste Croc-Level, ja. Hm, ist klar. Das erste Croc-Level, jo, läuft. Das ist cool, das Level. Auf jeden Fall. Also, viele hassen ja die Coco-Level, ich finde die sehr cool, auch von der Atmosphäre her. Ach, ich finde die japanischen Level gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Nee, ich mag die gerne. Ich spiele die auch gerne. Vor allen Dingen die Coco, die hat ja tatsächlich den Schnellläufer. Manche dachten ja, sie hätte den nicht. Doch, sie hat den. Und hier hat man es gerade sehr schön gesehen. Akku hat sich nicht in Luft aufgelöst. Und ich habe mich gerade dank eines Fisches retten können vor dem sicheren Tod. Ja. Ja. Ich habe immer wahnsinnige Probleme gehabt, die Kisten zu treffen im Sprung. Kannst mal sehen, ich schaff das locker flockig irgendwie. Ja, ich bin immer zu doof dazu. Das hast du gesagt, Alex. Und das erinnert mich immer an die Sendung mit der Maus. Ich hab
Ich hab mal zum Rick gesagt, Crash Bandicoot ist einfach nichts anderes als auswendig lernen. Mehr ist das nicht. Ja, schon. Das ist ja eigentlich auch so. Ach, scheiße. Okay, jetzt habe ich beide Akkus verspielt. Jetzt muss ich aufpassen. Dong, 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 dong. Fisch! Oh, das sieht doch. Sieht aber gut aus, was du da machst, so. Danke. Bitte. Vielen Dank. Freut mich sehr, dass du das so siehst. Ja, das sieht man ja. Wer das nicht. Wer das nicht sieht, der ist ein bisschen blind. Oder Skype funktioniert dann nicht in dem Moment. Ja, das kann wahrscheinlich auch noch passieren. Ne, muss ja nicht immer mit Blindheit zu tun haben. Naja, ich hatte zwar so ein bisschen Dia-Show, aber das sieht alles sehr gut aus. Ne? Die, ja, Bilder, ich kenn, die Bilder, die ich sehe, oder? Sind äußerst schmackhaft. Nein! Na, das war so eine gute Runde. Sie ist nicht gesprungen. Sie wollte einfach nicht springen. Das hat auch der Ex-Freund frustriert immer, wenn die Drachenfreundin nicht springen wollte. Ah ja. Das ist auch falsch. Ja. Aber dann machen wir es eben nochmal. Ich kann keinen noch mehr. Ja, du kriegst das schon hin. Da habe ich keine Bedenken. Momentan sieht es wieder gut aus, ja. Ja. Da kann man nicht meckern. Shinobi wegkicken. Shinobi ist auch ein cooles Spiel. Ja, das wurde vom L tatsächlich nicht Let's Played, aber er hat da einen Trash in Retro zugemacht. Mit dem Laszlo, glaube ich, sogar als Gast. Aha. Ja. Ja, der L, der hat sich ja für solche Sachen spezialisiert, für solche älteren Spiele. Wie du ja vielleicht weißt. Oh! Nee, wusste ich nicht, aber finde ich gut. Sie ist schon wieder gestorben. Coco! Spring nochmal! Aber nicht aus dem Fenster, wenn es geht. Och, Mensch. Jetzt stellst du dich aber an. Nee, ich wollte es zu schön machen. Ich wollte es einfach nur zu schön machen. Kennst du das nicht, wenn man etwas zu schön machen will? Doch, König, das wird durchaus doch. Und dann königlich verkackt. Kenne ich wohl. Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen ruhiger, weil ich mich konzentriere. Ja, ist doch vollkommen vielleicht, in Ordnung. Vielleicht kann euch der Alex währenddessen mal zum Beispiel erzählen, was er gerade aktuell auf seinem Kanal so treibt. Na, aktuell läuft ja immer noch Cannon Fodder, wobei jetzt gerade in diesem Moment, wo wir das ja aufnehmen, noch die letzten Swing Parts hochgeladen werden. Das ist praktisch der Pausenfüller bei Cannon Fodder. Und ja, die ersten 15 Missionen habe ich und jetzt kommen die zweiten 15 Missionen noch. Und das Parallelprojekt ist gerade Akte X Resist Osir für PlayStation 2. Da spiele ich gerade den Durchgang mit der Scully. Und ja, das sind so aktuell die Projekte auf meinem Kanal. Mit Dana Scully habe ich gesehen, heißt sie mit Vornamen. Genau. Also Dana mit Vornamen und Scully mit Nachnamen, ne? Das ist richtig, ja. Also sie heißt nicht Dana Scully mit Vornamen, das wäre komisch. Nein, Dana und Scully sind zwei Teile eines kompletten Namens. Ich habe mir ja irgendwie immer noch mal vorgenommen, Resident Evil 1 einmal durchzuspielen, ohne eine einzige Speicherung vorzunehmen. Weißt du, das geht ja und da gibt es wahrscheinlich auch eine extra Belohnung für. Bloß ich habe mich das noch nie getraut, weil wenn du einmal kurz vor Schluss dann doch einmal sterben solltest, ist alles umsonst, was du gemacht hast. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor. Ja. Weil ich möchte, die Versuchung ist halt da. Erreicht und Gold. Ach, schade. Ich dachte, du bleibst jetzt in der Linie treu. Das kannst du ja gerne mal versuchen mit Resident Evil. So eine No-Safe-Challenge. No-Safe-Challenge. Kannst du ja mal versuchen, ja. Ja. No-Speicher-Challenge, jo. Und wenn ich dann tot bin, habe ich alles umsonst gemacht. Richtig. Super. Man würde das auch bei Crash einen No-Death Run nennen. Wir versuchen jetzt noch das 9. Level. Miese Stimmung, die wir definitiv nicht haben. Nein, auf keinen Den Fall. Den Gag habe ich auch schon bei Rick gebracht. Jetzt kannst du sagen, du bist in der einen Session jetzt einmal komplett ums ganze Spiel rumgegangen. Richtig, richtig. Wahnsinn. Irre, ne?
Irre. Jetzt würde Laszlo wie in die Kommentare schreiben, der Mann ist ja völlig irre. Ja. Ist auch so ein alter Running Gag zwischen dem Laszlo und mir. Ach, das ist eigentlich auch ein Pipifax-Level. Ja, wenn ich dann mal die Uhr mitnehmen würde. Schön. Ich hatte, glaube ich, beim ersten Mal spielen überhaupt nicht richtig begriffen, was ich hier machen muss. Ich muss Schiffe versenken. Ja, ist schon klar. Jetzt weiß ich das auch. Ich habe das Spiel als Kind ja beliebt, Schiffe versenken. Ach, Schiffe versenken, ja. Ja. Ich auch. Habe ich als Kind geliebt. Tatsächlich. Das ist auch sehr cool, das Spiel. Ja. Auf jeden Fall. Ich nehme mal eben eine Medizinkiste mit. Ich habe das sogar als Brettspiel da, heißt dann aber Floppenmanöver. Ich kenne das nur als Schiff. Naja, aber es ist genau das gleiche. Du hast halt ein 5er-Schiff, ein 4er-Schiff, 2 3er und ein 2er. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, bitte nicht sterben, Crash, nicht sterben. Bleib am Leben. Lebe, du Schwein! Kümmer dich um dein Leben. Oder wie man bei Sketch History sagen würde, Crash, nicht sterben, du Arschloch! Ah ja. Ja, der Max Giermann, der parodiert ja Klaus Kinski. Tatsächlich. Mhm. Das ist einfach nur genial, wie der Mann das macht. Yeah! Genau 1,14. Na, und? Das bedeutet? Was ist das? Ja, das frage ich mich auch gerade. Gold. Okay. Hm. Nein, nicht E. Ja, da, guck mal, da kannst du den Warproof aber noch fertig machen, ne? Ja, wir haben jetzt gleich die Stunde schon erreicht, Alex. Aber wenn du sagst, das schaffen wir noch, dann schaffen wir das noch. Ja, gut, ne? Du hast die letzte Session hast du auch 3 Minuten länger gemacht. Dann kannst du jetzt auch noch ein Level ranhängen. Da kommt wieder der Spruch von Frau Merkel durch, ne? Wir schaffen das, ne? Ist klar. Aber bei uns tun wir das ja, Bob. Auch tatsächlich, hoffe ich. Ist klar, Bob. Mhm. Dieter. Nee, Bob der Meister. Ja, toll. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Tag 2. Oh nein! Und doch! Dann haben wir tatsächlich 3 Edelsteine, 2 Kristalle und 10 Relikte in einer Hälfte einer Session gesammelt. Ja, wenn das nicht mal ein Erfolg ist. Ja. Da hätte ich wahrscheinlich 3 Sessions für gebraucht. Das weiß ich nicht, Alex. Das kann ich aber nicht. Aber ich weiß das. Ja, du kennst ja. Reicht ja, wenn das einer weiß. Ja, es reicht mir aus. Ja. Ja. Ach, auch noch ein Wasser. Da musst du wieder Platin holen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Das ist ja dieser, das ist ja das Level mit dem Teilabschnitt Wasser. Ach so. Scheiße. Ich hätte noch einen Akku gehabt, aber der ist jetzt verloren. Fisch! Passiert. Ist weg. Fisch? Fisch. Fichte, sondern Fische. Ja, ja. Kennen Sie ja alle die Fische. Ich wollte einfach mal alles weg, was mir in die Quere kommt. Außer dem Fisch hier. Ich hätte Mitleid mit dem Fisch. Nein! Bleib locker! Oh, ich bin total locker. Ich bin so locker, das glaubst du gar nicht. So tief und entspannt, ich schlaf fast ein hier. Nein. Spaß. Oh. Spaß, ich bin hellwach. Das ist gut. Hab 2 Tassen Kaffee-Intus. Ich habe gerade das Gefühl, dass das Level so ein bisschen Techno-Musik-Intus hat. Kann das sein? Techno? Ja, so ein bisschen. Ja, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern, aber das kann möglich sein. Ich würde sich gerade so ein bisschen nach Techno an, irgendwie. So, einmal den Zielkrieger wegkicken. Ist übrigens eine nicht baubare Einheit bei Command & Conquer der Tiberium-Konflikt auf Seiten der Bruderschaft. Diejenigen, die sich gefragt haben, was das sein soll, der Zielkrieger. Ja, das habe ich mich mein ganzes Leben lang habe ich das schon gefragt. Gut, dass du mir das jetzt sagst. Dankeschön. Ja, bitte schön. Dafür nicht. Habe ich gerne. Ja, das weiß ich doch. Okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen auf die Tür, liebe Leute. Diese Passage da mit diesem komischen Wasser, was unter Strom gesetzt wird, ne? Das hat mich gehasst wie die Pest. Ja, frag mal.
Oder hatte ich das damals auch herausgefunden, dass man diese eine Kiste, die da so hoch hängt, dass man die mit dem Bauchklatscher mit der Kombination kriegen kann tatsächlich? Das geht. Ja, und ich hab's dann halt einfach irgendwo mit der Bazooka abgeschossen. Ja, das ist auch schön. So, was bringt uns jetzt? Habe ich gerade extreme Dia-Show. Saphir, schade. Da hast du dein Saphir. Ich habe jetzt ungefähr alle 8 Sekunden ein Bild. Das ist super. Zum Ende der Session hin ist das super, ja. Aber wir haben ein Saphir-Relikt geholt. Ja, das ist gut. Das also kann ich auch nicht sehen. Wir haben tatsächlich die 10% voll. Die 10%, die 10 Relikte. 10%? 10%, ja, ist klar. Auf alles, außer Tiernahrung. 10% Praktika. Gibt's ja auch nicht mehr Praktika. Nee, auch pleite mittlerweile. Ja, die haben zu oft 10% rausgehauen. Das waren ja 25 waren sie mal. Ja, oder ja, das waren 20%. 20% auf alles aus. 74%! Leck mich am Arsch! Auf alles? Nee, ich meine, hier haben wir jetzt geholt. Insgesamt. 74%. Ach so. Ja, das ist super. Das ist super, ja. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und vor allem beim Alex, dass er zu Gast war. In diesem gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das freut mich sehr und ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Crash Bandicoot, der Zorn des Cortex. Und ich bin sicher, der Alex will gleich auch noch was sagen. Ich sage auf jeden Fall schon mal, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Ja, wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei dir, Lars, war super und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du in der nächsten Session das Spiel rocken wirst und dann auch fertig werden wirst. Und ihr seid bestimmt dabei und schreibt mir dann ganz nette Kommentare, da freut er sich. Tschüss! Ja. Tschüss!